So, ich wünsche alle hier so auf Facebook einen wunderbaren schönen Abend. Unser Titel heißt heute: Krankheit schadet deiner Gesundheit. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, alle, die rumlaufen mit einem Paket voller Tabletten, sei es homöopathisch oder sei was auch immer, ist nur eine Krücke, die du dir eingebaut hast, um nicht hinzuschauen, was wirklich mit dir los ist. Viele rennen rum, sind krank, schwerst krank oder auch nur leicht krank. Aber alles, was abläuft, der Körper, wie ich immer sage, folgt dem Geist. Wenn der Geist heutzutage nicht rund läuft, das heißt, wenn ich falsche Glaubenssätze habe, die ich im Laufe meines Lebens entwickle, was eigentlich ganz normal ist, solange ich, kann man sagen, wo 30 bin, ab 40 fängt es immer wieder an, dann werden die Menschen krank und kränker und merken es gar nicht. Weil ihre Eltern zum Arzt gerannt sind, rennen sie auch zum Arzt hin. Und heute sind wir so weit, dass wir für jede Krankheit eine Pille haben. Und gucken gar nicht, was denke ich und wie denke ich überhaupt. Unser Körper ist ganz anders aufgebaut, wie unser, sagen wir mal so, wie unser Verstand oder wie unsere Medizin es gerne sehen möchte. Es sind ganz kleine Rezeptoren, Energieschwingungen, die uns immer wieder in Lagen versetzen, wo wir anfangen, unsere, ich will nicht Moral sagen, aber wo unser Wohlbefinden sich verändert. Traurigkeit, Sehnsucht, Wut, Hass, Zorn sind alles genau diese Wegbegleiter, die unser Leben schwer machen. Jede Situation, die wir haben, die wir begegnen, ist neutral. Ganz neutral. Nur wir machen sie mit unserem Verstand zur der Hölle schlechthin, weil wir uns da drin bewerten. Wir haben es nicht geschafft, eine wirkliche positive Linie zu ziehen und es wirklich zu glauben, ich bin gut genug. Ihr sagt es alles, ihr tut so, als würdet ihr es glauben, aber euer Unterbewusstsein lässt es euch spüren, indem euer Körper krank wird. Er wird krank aus dem Grunde, weil er sich unwohl fühlt. Und wenn man das erkannt hat, sich selbst an sich zu arbeiten, was muss ich wirklich machen? Wie muss ich an mir arbeiten? Was muss ich glauben? Der Glaube geschieht nicht in den Verstand, sondern der Glaube geschieht in dem Herzen. Und wenn wir dieses wissen, dass der Glaube im Herzen geschieht, haben wir genau die Möglichkeit, gesund zu werden. Unsere Krankheit, die letztendlich zum Tod führt, ist Produktivität für die Pharmaka. Wir erleben es heute wieder, schon seit 8 Wochen schlechthin, wie man Krankheiten produzieren kann. Corona ist genau das richtige Mittel. Alle Menschen sind in Angst. In einem ängstlichen Körper wachsen Keime, wachsen bösartige Dinge, weil wir irgendwo von irgendwas angegriffen werden und wir wissen nicht von was. Das ist gerade das Interessante dabei. Weil wir uns nicht selber glauben. Wir schauen immer nach gegenüber zu den anderen. Hat der wohl recht oder nicht? Ist der andere besser wie ich? Und jetzt schaut mal alle in eure Schubladen. Wie viel Aspirintabletten? Wie viel Ibuprofen habt ihr? Wie viel Tamoxifen habt ihr? Und ich mache gar nicht drüber nachdenken, was es noch mehr für viele Schmerztabletten gibt, die ihr habt. Wie krank seid ihr? Habt ihr schon mal aufgezählt? Habt ihr schon mal aufgezählt, wie krank ihr wirklich seid? Was habt ihr alles? Macht doch mal so. Geht doch mal hin, schreibt mal eure Krankheiten auf. Und wenn ihr wollt, postet ihr mir die über entweder WhatsApp oder im Chat hier so. Und ich werde euch genau sagen, worunter ihr leidet. Eure Psyche sagt mir dann, was ihr wirklich habt. Und wenn wir dieses Problem in eure Psyche auflösen, dann braucht ihr auch keine Tablette mehr. Und dieses gilt für Krebs, für sämtliche Krankheiten bis zu der leichtesten Erkältung. Selbst eure Rückenschmerzen, die ihr habt, die kommen nicht her vom harten Arbeiten, das meinen die meisten nur, sondern unser Rückgrat ist die Stabilität unseres Lebens. Aber wie dickköpfig sind wir? Wie viel wollen wir uns verändern? Haben wir überhaupt Lust, uns zu verändern? Oder wollen wir bei unserer starren Haltung bleiben?
Und wenn es dann das Kreuz wehtut, müssen wir uns nicht wundern. Deine Gelenke ja ebenso. Es kommt nicht von der Arbeit. Es kommt von deiner Seele, es kommt von deinem Verstand, von deinen Glaubenssätzen, wie du denkst. Denke anders und dein Leben wird anders verlaufen. Das kann ich dir Brief und Siegel verraten. Denk dran, dieser schöne Spruch, den wir so haben, Krankheit schadet deiner Gesundheit. Weil je kranker du bist, desto weniger Lebensqualität hast du. Lebensqualität heißt Einschränkung in ganz vielen Bereichen, die du wahrnehmen würdest. Es heißt ebenso emotionale Einschränkungen. Wie darf ich mich freuen? Wie kann ich mich freuen? Darf ich mich überhaupt freuen? Die andere Frage ist, wie gesund darf ich eigentlich sein? Darf ich eigentlich gesünder sein als mein Nachbar? Oder verbiete ich mir das, dass ich gesund bin? Es sind ganz viele kleine Dinge, die wir haben, die uns von unserer wirklichen Gesundheit ablenken. Die Moral, die uns jeden Tag geprägt wird. Ich würde mal sagen, ich mache hier so einen kleinen Cut und versuche dieses Video zu beenden. Und ich wünsche euch alle einen wunderbaren, schönen Mittwochabend. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr möchtet, noch einmal auf Zoom am Mittwochabend. Dann ist wieder Reiki-Abend. Und wenn einer möchte, wir haben am jetzt kommenden Samstag wieder Aufstellung hier in Wiemer. Es ist wieder spannend und bleibt spannend. Und mit dato verbleibe ich euer Robert Gerhard.